Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute widmen wir uns mal wieder CSL mit dem PC CSL Sprint 5927 Ryzen 9 für 2399 Euro. Ich wurde auf dieses System aufmerksam gemacht und deswegen gehen wir das Ganze jetzt mal durch. Vorher noch eine kleine Anmerkung, wenn ihr Fragen habt, beziehungsweise zu anderen Systemen, was das System angeht, könnt ihr alles in die Kommentare schreiben, klar. Wenn ihr aber zu anderen Systemen Fragen habt oder andere Fragen im technischen Bereich, ich lese es häufiger, mein Internet geht nicht und solche Geschichten, dann meldet euch bitte bei uns im Discord. Das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt und da werden euch viele Leute helfen. Wir haben einige Berater, Moderatoren, Administratoren, die werden euch dann helfen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Aber schreibt es bitte weder an meine geschäftliche E-Mail-Adresse noch in die Kommentare noch via Instagram, da kann ich euch einfach nicht helfen, da geht es auch gerne mal verloren. Bei Discord geht es nicht verloren, da wird das angepinnt von den Mods und dann passt das. Gut, wir haben jetzt hier dieses System. Zum Bild sei gesagt, ich denke nicht, dass es fake ist. Also die Wasserkühlung wird so aussehen, das Board mehr oder weniger auch. Es ist natürlich eine GeForce RTX drin. Ob das jetzt eine RTX oder eine Radeon ist, vom Design her macht das meistens nicht so viel aus. Zumindest jetzt nicht von der Größe, wenn wir in diesen Bereich 3070, 3080 reingehen. In dem Fall haben wir ja eine 6800 XT da drin. Also der Kühler dürfte auch ähnlich aussehen. Das war jetzt keine ROG-Karte, aber das passt soweit schon. Es ist jetzt nicht übelst fake, dass irgendwas leuchtet oder irgendwie so aussieht, wie es dann nicht ist, sondern das ist grob gesagt schon okay. Kommen wir zu den Daten. Betriebssystem haben wir hier keins. Software haben wir auch keine Auswahl. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 9 5900X 12x3,7 GHz. Hier haben wir ihn auch schon. Hier stehen sie auch, die 3,7 GHz. Der Turbotakt ist natürlich 4,8 GHz. Der wird irgendwo in dieser Range immer laufen. Das ist ein sehr guter Prozessor, zum Streamen auf jeden Fall geeignet. Ich streame ja schon mit einem 5800X. Es kommt immer aufs Spiel an, klar. Aber der hier, der hat ordentlich Leistung. Danach kommt von AMD selber auch nur noch der 5950X. Also der hier reicht alle Male aus, hat eine TDP von 105 Watt, das geht auch klar. Der Speichercontroller ist der DDR4 3200 MHz Controller. Ihr könnt den auch mit 3600 MHz oder gar 4000 MHz betreiben, das ist nicht das Problem. Nur 4000er RAM ist übelst teuer, 3600er hätten sie ruhig reinbauen können, weil ich weiß, dass dieses System auch nur 3200 hat. Wir betreiben diesen Rechner natürlich innerhalb der Spezifikation, das ist klar, aber es ginge mehr. Der kostet 519 Euro bei Mindfactory und pack mal so in den Warenkorb. Als Prozessorkühler haben wir die Boostbox Liquid B240 Wasserkühlung. Ja, das Problem ist an der ganzen Geschichte, die wird ausreichen. Die wird die Temperatur auf jeden Fall abtragen. 105 Watt TDP ist jetzt nicht die Welt. Das Problem ist einfach, wir kriegen sie bei Geizhals nicht, weil es halt von CSL direkt hergestellt wird. Wir haben jetzt in unserem Fall die Deepcool Castle genommen und werden hinterher einfach diese Preisdifferenz von knapp 55 Euro abziehen. Ja, ansonsten kann ich euch dazu auch nichts mehr sagen. Die kostet so standalone 92,11 Euro bei Amazon. Die packen wir jetzt so in den Warenkorb und ziehen es dann hinterher einfach ab. Die Grafikkarte ist eine Asus Radeon RX 6800 XT. Das ist auch, wie ihr seht, keine ROG-Karte, sondern eine TUF-Karte. Dann habt ihr halt nicht Republics of Gamers auf dem Bild seitlich stehen, sondern einfach TUF. Ist eine sehr gute Grafikkarte, danach käme nur noch die 6900 XT im AMD-Bereich, die ist auch leicht noch overclockt. Damit könnt ihr alle Spiele auf jeden Fall flüssig spielen. Auch AAA-Titel über 60 FPS überhaupt kein Problem. Ich werde jetzt hier auch keinen FPS-Test machen, weil der Ryzen 5900 mit der Grafikkarte kombiniert ist auf jeden Fall schon ein Monster. Also ihr werdet keine Probleme haben, auch keine Einbrüche bei irgendwelchen anderen Spielen, wenn sie jetzt wirklich anspruchsvoll sind. Das ist schon in Ordnung so. Hat natürlich eine TDP von 300 Watt, was schon recht ordentlich ist. Zu dem Thema Netzteil kommen wir aber gleich noch. Kostet 1199 Euro bei Amazon, packen wir auch so in den Warenkorb. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix X570-F Gaming. Finde ich persönlich ein sehr schönes Board, würde ich mir auch reinbauen. Hat eine dezente RGB-Beleuchtung, 4 RAM-Bänke, gekühlte Spannungswandler. Hier kommt die M.2 SSD rein, die schon mit im System verbaut ist. Hier die Grafikkarte, hier unten könnt ihr noch erweitern mit zum Beispiel Capture-Card, WLAN-Card, USB-Erweiterungskarte. Also ihr habt eine Menge Möglichkeiten. Hier unten könntet ihr theoretisch sogar noch eine zweite M.2 SSD reinbauen. Von den Anschlüssen her haben wir 7.1 mit Toslink, Netzwerkanschluss, 4x USB 3.1, davon einer als Typ C ausgelegt. Dann haben wir 4x USB 3.0. Hier ist noch der BIOS-Flash-Button, das heißt, ihr könnt das BIOS auf einen USB-Stick laden, auch ohne Prozessor und RAM dann BIOS-Update machen, wenn ihr diesen Knopf drückt und den Stick natürlich da reinsteckt. Dann haben wir noch HDMI und DisplayPort, was ihr aber nicht benutzt, weil der 5900er halt einfach keine Grafikeinheit hat. Alles in allem schönes Board, wie gesagt, würde ich mir auch so kaufen, kann ich nichts gegen sagen. Kostet 249,90 Euro bei SnowGuard, packen wir so in den Warenkorb. Als Arbeitsspeicher haben wir 32 GB DDR4 RAM, Dual-Channel 2x 16 GB, sehr wichtig, 3200 MHz, wie gesagt, wenn es nach mir ginge, hätte es 3600 sein können. Immerhin Corsair Vengeance LPX. Habe ich schon sehr oft verbaut, hatte ich bisher auch keine Probleme mit. Wie gesagt, von G-Skill rate ich ja immer ab, aber bei dem hier hatte ich noch keine Retouren in irgendeinem Fall. Ich verkaufe ja auch öfters mal Systeme. Kostet 154,87 Euro bei Mindfactory, pack mal so in den Warenkorb.
32 GB ist natürlich eine gute Größe in diesem Preissegment. Es geht natürlich noch mehr. Bei 16 GB hätte ich gesagt, das ist ein bisschen wenig. 32 ist top. Als Festplatte haben wir eine 1 TB M.2 PCI Express SSD Western Digital Blue SN550. Hieß ja auch schon, hat eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 2400 MB die Sekunde und 1950 MB die Sekunde. Die tun sich alle nicht viel. Ob die jetzt eine Kingston NV1 nehmt oder eine Crucial P1 oder irgendwas in dem Bereich. Es ist mit 1 TB eine gute SSD in diesem Preisbereich. Packen wir für 88,90 Euro über Alternate in den Warenkorb. Des Weiteren hätten wir noch eine 3 TB SATA-Festplatte. Ist halt eine HDD, die ist nicht so schnell wie die SSD, ist klar, aber zum Auslagern der Spiele und ähnliches reicht es erstmal. Die verbauen entweder Western Digital, Seagate oder Toshiba. Wir haben in unserem Fall einfach mal eine Toshiba genommen. Die hatten wir in dem letzten Video auch schon, in einer anderen Größe. Die Toshiba P300 Desktop PC 3 TB. Kostet 54 Euro bei Mindfactory. Weitere Festplatten haben wir nicht. Laufwerke haben wir auch nicht. Weitere Laufwerke haben wir auch nicht. Kartenleser haben wir auch nicht. Gehäuse. Ja, da ist es jetzt wieder ein bisschen schwierig. Dieses CSL Chronos Window, das gibt es leider bei Geizhals nicht. Aber es gibt dieses Kolink Ethereal RGB für 0 Euro Aufpreis. Glasseitenteil, ja, das ist klar. Dann nehmen wir einfach das. Es kostet ja eh keinen Aufpreis. Hier ist es auch schon, kann ich euch jetzt natürlich nicht viel zu sagen, weil ich das andere Gehäuse auch nicht kenne. Es ist halt ein Standardgehäuse. Das hat die Standardanschlüsse. Es kommt ein bisschen immer auf den Airflow an, aber da unterscheiden die sich natürlich auch. Wenn ihr Probleme mit dem Airflow kriegen solltet, könnt ihr immer noch Lüfter nachrüsten. Das sind 4 Schrauben und ein Stecker. Vielleicht auch 2 Stecker, je nachdem, ob ihr RGB wollt. Das ist jetzt nicht das große Problem, das kriegt eigentlich jeder hin. Kostet 63,86 Euro bei Mindfactory. Ich sehe gerade, hier könnt ihr auch noch auswählen, ob ihr noch weitere Gehäuselüfter haben wollt. Also ist das schon mal kein Problem. Wird natürlich teurer, klar. Ihr könnt euch auch Lüfter kaufen für zum Beispiel 7,50 Euro und in das System reinpacken. Das geht auch. Müsst ihr gucken, was ihr haben wollt. Cable Modding haben wir nicht. Netzteil. Hier haben wir einen 700 Watt Boostbox Power Boost China Böller 90% Effizienz 80 plus Gold zertifiziert. Ich halte von diesen Netzteilen überhaupt nichts. Allein schon aus dem Grund, weil ihr eine Herstellergarantie von 1 Jahr habt. Das ist gar nichts. Also mindestens 2 Jahre sollten es sein. Die meisten Be Quiet Netzteile in diesem Wattbereich haben dann 5 Jahre. Teilweise auch, wenn ihr noch höher geht, die Straight Power zum Beispiel. Ich glaube, das 850er hat 10 Jahre Garantie. Also 1 Jahr ist schon happig. Jetzt habt ihr natürlich bei dem System den Vorteil, das hat auf das Komplettsystem 2 Jahre Garantie. Das heißt, sollte das innerhalb von 1 Jahr oder etwas über 1 Jahr abrauchen, könnt ihr das trotzdem reklamieren. Ich würde es mir trotzdem nicht einbauen. Wenn ihr dieses System kauft, nehmt ein anderes Netzteil. Zu den Erweiterungen kommen wir aber gleich noch, was ich so austauschen würde. Mache ich ja in den Videos immer am Ende. Kostet 69,90 Euro bei CSL und packen wir so in den Warenkorb. Ich habe hier einen Artikel auch gefunden, da wurden 4 Netzteilhersteller verglichen. Und hier das Powerboost 600 Watt arbeitet im Testfeld mit einem Wirkungsgrad von bis zu 93% überraschenderweise am effizientesten. Das ist schon mal gut. Es ist jetzt nur das 600 Watt. Wir haben hier das 700 Watt, ist aber derselbe Hersteller. Dabei kostet es mit 60 Euro deutlich weniger als die Konkurrenz, wenn der Preis auf die zur Verfügung gestellte Ausgangsleistung normiert wird. Bis auf die durchgängig niedrige Lautstärke können aber keine weiteren positiven Worte gefunden werden. Der Kostendruck zeigt seine Auswirkungen in der fehlenden Herstellergarantie, was ich ja eben angesprochen habe, dem günstigen Lüfter, dem fehlenden Überhitzungsschutz, das finde ich schon hart, und dem nicht modularen Kabelmanagement. Zumindest der Verzicht auf die Herstellergarantie kann mit dem Hintergrund des Direktvertriebs und der 2-jährigen Gewährleistungspflicht doch verschmerzt werden. Gut, in eurem Fall sind es 2 Jahre Garantie, was ich ja eben schon sagte, weil ihr das als Komplettsystem kauft. Also ich werde euch den Link von diesem Artikel gerne in meine Videobeschreibung packen, dann könnt ihr euch das noch weiter durchlesen. Oder ihr tauscht das Netzteil einfach, wenn ihr dieses System kaufen wollt und habt keine Probleme. Jetzt muss ich aber noch dazu sagen, wenn ihr zum Beispiel das 750 Watt Be Quiet Straight Power 11 nehmt, Platinum, das ist natürlich schon mal besser, würdet ihr einen Aufpreis von 99,90 Euro bezahlen. Das Dingen kostet Standalone 124,80 Euro. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Boostbox einen reellen Wert hat von 25 Euro. Auch wenn es für 70 Euro gelistet ist bei Geizhals. Aber 25 Euro, ein 2400 Euro System daran zu betreiben, nein, auf gar keinen Fall, macht das nicht. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. WLAN hat das Ding keine. 24 Monate Herstellergarantie, das ist natürlich Standard. Onboard LAN, Onboard HD Sound, das geht alles auf Mainboard. Hier unten gibt es nichts mehr zu sagen, ist überall keine Auswahl. Und dann wären wir auch schon beim Ergebnis. Hier ist die HDD, hier ist die SSD. Hier ist der Prozessor, hier ist der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, was wir ja getauscht haben, die Deepcool Castle, wo wir ja hinterher noch dann diese 55 Euro abziehen müssen und das Netzteil, dann kommen wir auf den Gesamtpreis von 2501,54 Euro minus diese 55 Euro, sagen wir jetzt mal bummelig 2450 Euro. Das System soll kosten 2400 Euro glatt. Hätte es 2600 gekostet, hätte ich gesagt,
Aber 2400 Euro bei einem Gegenwert von 2450, wenn ihr es selber bauen würdet, ist ein guter Deal. Ihr werdet nicht abgezockt, schon mal eine gute Sache. Tut mir aber einen Gefallen, tauscht eventuell die Wasserkühlung. Ich habe dazu leider jetzt keine Testberichte gefunden, aber ich würde sie tauschen, weil ich diesem Hersteller, wenn ich ihm bei Netzteilen schon nicht vertraue, auch nicht bei Wasserkühlung vertraue. Das sind alles mechanische Sachen, die auch, naja, auch gerne mal kaputt gehen können. Da würde ich lieber auf einen namhaften Hersteller zurückgreifen. Und was das Netzteil angeht, nehmt entweder das 750 Watt von BeQuiet hier mit 100 Euro Aufpreis oder das 750 Watt von Corsair oder auch ein Asus-Netzteil haben wir hier selber im Haushalt, kostet auch 95 Euro Aufpreis. Ich würde es euch echt empfehlen. Man betreibt so ein System nicht an einem China-Böller. Gut, alles in allem, gutes System, schön zusammengestellt. Mir gefällt das Mainboard, mir gefällt der RAM. Ich habe jetzt nicht viel zu meckern, bis eben die Wasserkühlung, das Netzteil. Könnt ihr dann gerne tauschen, dann kauft euch das System ruhig. Überhaupt kein Problem. Beim Gehäuse müsst ihr selber schauen. Ihr müsst ja selber wissen, was ihr an Designs und so weiter haben möchtet. Guckt mal, ob ihr Testberichte findet, je nachdem, was ihr euch da aussucht. Die haben ja eine große Spanne. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt zu diesem System, stellt sie gerne in der Kommentarsektion. Ansonsten alles weitere bitte im Discord. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.